Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Das Thema heute ist Berücksichtigung von Wölbkrafttorsion in R5.6 und R-Stab 9. Mein Name ist Andreas Hörold. Ich bin bei Dlugbay Software verantwortlich für Marketing und PR. Ja, zum Beispiel technische Inhalte auf der Webseite, die deutschen und englischen Webinare, Newsletter und so weiter. Ich werde das Webinar heute moderieren und Ihre Fragen beantworten. Mein Kollege, der Dr. Jonas Bien, wird die Präsentation durchführen. Er ist bei uns ja im Kundensupport angestellt und ist unter anderem verantwortlich für die Add-ons Stahlbemessung, Strukturstabilität, Wölbkrafttorsion und so weiter. Okay, dann sage ich noch ganz kurz was, wie Sie Fragen stellen können. Ich mache zunächst meine Kamera aus, dass Sie den ganzen Bildschirm sehen können. Bitte hier auf diesen Button mit dem Fragezeichen klicken. Dann können Sie hier Ihre Frage eingeben, Senden drücken. Und dann erhalte ich Ihre Frage und werde die beantworten. Sie können sich auch das ganze Webinar in Ruhe anschauen und dann uns eine E-Mail schreiben an info@dlugbay.com. Okay, das soll es der Vorrede gewesen sein. Ich übergebe an den Jonas. Jonas, du kannst loslegen. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, Andreas. Auch von meiner Seite her herzlich willkommen zum Webinar. Schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich. Wir wollen heute etwas ausführlicher über das Thema Torsion sprechen. Insbesondere möchte ich dabei auf die Wölbkrafttorsion eingehen, die wir in R-Stab 9 und R5.6 ja mit Hilfe des Add-ons Wölbkrafttorsion am Gesamtsystem berücksichtigen können. Ich möchte hier zuerst in einem kleinen Theorieteil die Grundlagen der Wölbkrafttorsion darlegen, um auch den Anwendern, die sich vielleicht noch nicht so ausführlich mit dem Thema befasst haben, einen Überblick und Zugang zum Thema zu verschaffen. Aufgrund der Komplexität der Theorie und überhaupt des Themas können wir zwar hier nur an der Oberfläche kratzen, aber ja, trotzdem denke ich, ist es sehr hilfreich, die groben Zusammenhänge zu kennen, und vor allem möchte ich Ihnen auch eine Hilfestellung geben, um zu entscheiden, ob Sie denn die Wölbkrafttorsion jetzt für Ihr Projekt berücksichtigen müssen oder nicht, also ob das Relevanz für Sie besitzt. Außerdem möchte ich auf die Besonderheiten bei der Modellbildung und Ergebnisinterpretation in R5.6 und R-Stab 9 im Zusammenhang mit einer Stabwerksberechnung mit eben 7 Freiheitsgraden eingehen, und möchte auch den Einfluss der Wölbkrafttorsion auf ausgewählte und ja nicht untypische Tragwerke und Strukturen aufzeigen. Ja, ich habe in der Vorbereitung schon gemerkt, dass es für den Flow dieses Webinars nicht so recht förderlich ist, wenn ich erstmal eine halbe Stunde zur Theorie erzähle, und deshalb, um das Ganze aufzulockern, werde ich immer mal wieder ins Programm gehen und mit Ihnen dann zusammen kleine Beispiele entwickeln. Also die hier aufgelisteten Tagesordnungspunkte werden nicht strikt von oben nach unten abgearbeitet, sondern eher so miteinander vermengt. Die sind also die Zutaten für unser heutiges Webinar. Wir werden auch hauptsächlich bei kleinen und sehr übersichtlichen Beispielen bleiben, damit wir die besprochenen und erklärten Zusammenhänge irgendwie klarer identifizieren und darstellen können. Genau, unten rechts sehen Sie schon ganz plakativ ein tordiertes I-Profil. Das ist kein Zufall, denn die Wölbkrafttorsion ist insbesondere im klassischen Stahlbau, wo solche Profilformen wie hier das offene I-Profil für den Lastabtrag über Biegung um die starke Achse optimiert sind, besonders relevant. Auch wenn man als Tragwerksplaner grundsätzlich versucht, bei solchen Profilen zumindest die Torsionsbeanspruchung zu vermeiden, durch konstruktive Gestaltung, gibt es immer wieder Fälle, bei denen man halt um eine planmäßige oder auch unplanmäßige Torsionsbeanspruchung nicht herumkommt. Genau. Im Allgemeinfall treten bei torsionsbeanspruchten stabförmigen Bauteilen Verdrehungen und Verwölbungen auf. Hier oben links dargestellt ist mal ein zwängungsfrei gelagerter Stab mit I-Profil, wo die Querschnittsenden gegenseitig verdreht werden. Rechts, wenn man von vorne auf diesen Stab schaut, sieht man ganz klar die gegenseitige Verdrehung der Endquerschnitte, beziehungsweise die Verdrillung, die als Verdrehung pro Längeneinheit beschrieben wird, über die Stablänge. Von der Seite betrachtet erkennt man außerdem die Verwölbung des Stabes. Der Querschnitt bleibt hier an den Enden nämlich nicht eben,
sondern verformt sich ungleich in Stablängsrichtung. Wir sehen, dass die Flansche hier an den Ecken entweder in Längsrichtung sich verlängern oder verkürzen. Die Stege bleiben mehr oder weniger gleich, was mit der Wölbfunktion dieses speziellen Querschnitts jetzt zu tun hat. Wenn also die Verdrehung und die Verwölbung gleichzeitig auftritt, spricht man auch von gemischter Torsion. In einer konventionellen Stabwerksberechnung werden am räumlichen Balkenstab nur 6 Freiheitsgrade, das sind dann die 3 Verschiebungen in lokale X, Y, Z-Richtungen und die Verdrehung um diese 3 Achsen, erfasst. Das ist nicht nur bei uns im Programm so, sondern das ist eigentlich eine Konvention in fast allen Stabwerksprogrammen. Dann, also solange man nur mit 6 Freiheitsgraden rechnet, wird nur die Saint-Venant'sche Torsion erfasst, die zu dieser Querschnittsverdrehung hier führt. Die Verwölbung als 7. Freiheitsgrad wird bei uns erst mit dem Add-on Wölbkrafttorsion freigeschaltet. In anderen Stabwerksprogrammen ist dieser Freiheitsgrad gar nicht verfügbar. Jetzt könnte man sich fragen, warum der Verwölbungsfreiheitsgrad eigentlich extra erst freigeschaltet werden muss, wenn er doch im allgemeinen Fall bei einem torsionsbeanspruchten Stab eigentlich auftritt. Und hierauf werden wir im Verlauf des Webinars näher eingehen, denn es gibt relativ viele Ausnahmen von diesem allgemeinen Fall. Bevor wir auf diese Ausnahmen aber zu sprechen kommen, möchte ich noch einmal etwas mehr zu den beiden Arten der Torsion, die auftreten, im allgemeinen Fall erklären. Wir In einer Berechnung mit 6 Freiheitsgraden wird nur die Saint-Venant'sche oder primäre oder auch reine Torsion erfasst. Sie führt zu einer Verdrillung, also einer gegenseitigen Verdrehung des Stabes, wie hier oben rechts nochmal dargestellt. Diese Verdrehung geht mit der Entstehung von Schubspannungen im Querschnitt einher. An dünnwandigen und offenen Querschnitten sind die Schubspannungen aus der primären Torsion über die Wanddicke veränderlich, wie hier unten links zu sehen. Ich habe das auch mal hier nochmal versucht, den Schubfluss ein bisschen plakativer darzustellen. Also wir sehen an der einen, am einen Querschnittsrand verlaufen die Schubspannungen in die eine Richtung und am anderen Querschnittsteilrand in die entgegengesetzte. Genau, bei den offenen Querschnitten, wie hier links dargestellt, tragen quasi die Querschnittsteile alle für sich ab. Also in jedem einzelnen Querschnittsteil entsteht ein kleines Torsionsmoment. Bezogen auf den Schubmittelpunkt des Querschnittes heben sich die Schubspannungen aber quasi größtenteils gegenseitig wieder auf. Im geschlossenen Querschnitt ist das anders. Hier verlaufen die primären Torsionsschubspannungen annähernd konstant über die Wanddicke und so besitzen die resultierenden der resultierende Schubfluss über die Dicke einen sehr großen Hebelarm zum Schubmittelpunkt. Das Integral dieser primären Schubspannung entspricht dem primären Torsionsmoment. Ja, und wenn man das mal jetzt so vergleicht, würde man jetzt das gleiche primäre Torsionsmoment auf den offenen und geschlossenen Querschnitt ansetzen, dann würde man aufgrund dieses deutlich größeren Hebelarms einen deutlich effektiveren Abtrag der Schubspannungen haben und im Resultat dann auch deutlich kleinere Schubspannungen an dem geschlossenen Querschnitt bekommen. Genau. Die zweite Art der Torsion ist jetzt die Wölbkrafttorsion. Da möchten wir auch nochmal kurz drauf eingehen. Mit dem 7. Freiheitsgrad wird nämlich dieser Wölbfreiheitsgrad aktiviert. Die Verwölbung beschreibt, wie ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt habe, eine über den Querschnitt veränderliche Längsverformung. Bei dünnwandigen und offenen Querschnitten verläuft diese Verwölbung immer linear über jedes Querschnittsteil. Wenn diese Verwölbung, also diese Längsverformung des Bauteils, an irgendeiner Stelle behindert wird, dann entstehen aus dieser Zwängung Längsspannungen affin zu der Verwölbungsform, wie jetzt hier unten rechts mal dargestellt für das I-Profil. Die Wölbfigur sähe also so aus, dass sich die Flanschecken, 2 Flanschecken aus dem Bildschirm heraus erstrecken wollen würden, verlängern würden und die anderen würden sich verkürzen. Und genau so sieht dann auch der Normalspannungsverlauf aus, wenn ich diese Verwölbung behindere. Aus Gleichgewichtsbedingungen am Querschnitt entstehen dann neben diesen Längsspannungen auch sekundäre Schubspannungen, die bei dünnwandigen Querschnitten anders als die primären Torsionsschubspannungen, also hatte ja gerade hier unten das Bild einmal gezeigt, hier haben wir die veränderlichen Torsions
Schubspannung aus primärer Torsion am offenen Querschnitt, aus der sekundären Torsions oder aus der sekundären Torsion verlaufen diese Schubspannungen eigentlich immer konstant über die Querschnittsteildicke. So wie bei Schubspannungen oder so wie Schubspannungen aus Querkraft im Gleichgewicht mit den Biegelenksspannungen stehen, stehen auch die sekundären Schubspannungen mit den Wölblenksspannungen im Gleichgewicht. Das kann man besonders schön sehen, wenn man sich hier die Spannungsverläufe nach dünnwandiger Theorie aus der sekundären Torsion anschaut, die hier diesen parabelförmigen Verlauf über die Flansche besitzt und die Lenkspannungen sind linear verteilt, weisen also wie bei den Biegelenkspannungen über den Steg so einen schmetterlingartigen Verlauf auf. Das Integral der sekundären Schubspannung entspricht dem sekundären Torsionsmoment und das Integral der Wölblenkspannung dem Wölbmoment oder Wölbbimoment, M Omega. Genauso wie das, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass die Schubspannung und die Lenkspannung analog zu den Schubspannungen aus Querkraft und den Lenkspannungen aus Biegung sich verhalten. Und genauso verhält sich auch die Beziehung zwischen diesen beiden Schnittgrößen analog zur Biegetheorie. Die Ableitung von dem Wölbbimoment entspricht dem sekundären Torsionsträgheitsmoment, was eben der analog zu der Ableitung des Biegemomentes der Querkraft in die entgegengesetzte Richtung entspricht. Genau. Diese Bildchen hier unten, die habe ich übrigens direkt aus Airfam herausgeholt. Wir können uns das mal gerade anschauen, wo man das herbekommt. Ich habe hier mal eine leere Datei, wo wir gleich auch mit unseren Beispielen anfangen wollen. Hier sind nur schon mal ein paar Querschnitte vorbereitet. Ich habe einen Lastfall angelegt und so, damit wir uns darum gleich nicht kümmern müssen. Aber wenn wir hier mal auf einen Querschnitt klicken und dann finden wir hier rechts unter diesen Querschnittsbildchen eine Menge von Funktionen, die unseren Querschnitt beschreiben. Und dabei sind dann auch diese Einheitsschubspannungen, zum Beispiel für das primäre und sekundäre Torsionsmoment nach dünnwandiger Theorie. Oder auch diese ganzen Einheitsschubspannungen nach FEM-Theorie. Der Unterschied ist, bei der FEM wird der Querschnitt in kleine Elemente unterteilt und da wird dann quasi eine 2D-Finite-Elemente-Analyse auf Querschnittsebene durchgeführt. Bei der dünnwandigen Theorie werden vereinfachte Annahmen angenommen, zum Beispiel, dass die Spannungen in der Regel konstant über die Querschnittsdicke sind bei den dünnwandigen Teilen und dann sehen die Verläufe auch etwas klarer und einfacher aus, wie zum Beispiel hier für das sekundäre Torsionsmoment an diesem I-Profil. Genau. Aber hier kommen wir gleich nochmal wieder drauf zurück. Das wollte ich nur als kleinen Einschub schon mal demonstrieren, falls Sie sich fragen, wie kann ich diese Verläufe mir anzeigen lassen. Genau. Dann die letzte oder theoretischste Folie, mit denen ich Sie quälen möchte, ist diese hier. Im allgemeinen Fall muss ich also bei dem torsionsbeanspruchten Stab erstmal vom gemeinsamen Auftreten von der primären Torsion und der sekundären Torsion ausgehen. Die Summe dieser beiden Anteile ergibt dann das Torsionsmoment. Die Differentialgleichung sieht dann so aus, wie hier unten dargestellt. Das primäre Torsionsmoment wird beschrieben durch die Torsionssteifigkeit meines Querschnittes mal der Verdrillung und das sekundäre Torsionsmoment entspricht der Wölbsteifigkeit mal der zweiten Ableitung der Verdrillung. Was man jetzt hier auf den ersten Blick erkennt, ich möchte da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen oder diese Differentialgleichung herzuleiten oder zu lösen, aber was man auf den ersten Blick erkennt, ist also, dass das primäre oder die Verteilung des primären und des sekundären Torsionsmoment abhängig ist von diesen eigentlich Querschnittseigenschaften, von der Torsionssteifigkeit und der Wölbsteifigkeit. Genau, man kann sich also vorstellen, dass dieses Verhältnis großen Einfluss auf diese Verteilung hat. Die Wurzel aus der Torsionssteifigkeit und der Wölbsteifigkeit, diese Wurzel wird auch als Abklingfaktor bezeichnet und je größer dieser Abklingfaktor ist, desto schneller bauen sich diese sekundären Torsionsmomente aus der Zwängung in der Nähe von Stellen mit Wölbbehinderung an einem Stab wieder ab. Das gucken wir uns auch gleich mal beispielhaft im Programm an, diesen Einfluss.
Und das Produkt aus diesem Abklingfaktor und der Stablänge, dieses Produkt wird als Stabkennzahl für die Torsion beschrieben, und je kleiner dieser Wert ist, desto größer ist auch der Einfluss der Wölbkrafttorsion für einen Stab. Und dieser Einfluss der Wölbkrafttorsion ist eben Stab- und Querschnitts-, also Stablängen- und Querschnittsabhängig. Und diese Stabkennzahl hilft uns oder kann uns helfen zu bewerten, ob die Wölbkrafttorsion für einen bestimmten Stab und Querschnitt relevant ist oder nicht. Auf diese Querschnittsabhängigkeit und den Zusammenhang mit dem Verwölbfreiheitsgrad möchte ich jetzt noch weiter eingehen. Es ist nämlich zweckmäßig, im Hinblick auf die Verwölbungsanfälligkeit oder den Einfluss der Verwölbung auf verschiedene Querschnitte abzuschätzen, diese in mehrere Kategorien einzuteilen. Und die erste Kategorie wäre die der wölbfreien Querschnitte. Querschnitte mit einer Wölbsteifigkeit von 0 gelten als wölbfreie Querschnitte. Solche Querschnitte bleiben unter einer Torsionsbeanspruchung immer eben und verwölben sich gar nicht. Die Stabkennzahl für Torsion geht dann für diese Querschnitte gegen unendlich. Und ja, wichtige Vertreter dieser Kategorie sind die Kreis- und Kreisringquerschnitte, dann alle dünnwandigen Querschnitte, deren Querschnittsteile sich in einem Punkt schneiden, müsste es eigentlich sein. Also zum Beispiel hier oben der T-Querschnitt, da kreuzen sich alle Querschnittsteile in einem Punkt, oder beim L-Profil, die sind in der Regel wölbfrei. Genauso ist auch das Kastenprofil mit quadratischer Kontur wölbfrei und rechteckige Kastenprofile mit bestimmten Höhen- und Dickenverhältnissen. Die zweite Kategorie wäre die der quasi wölbfreien oder wölbarmen Querschnitte. Hier ist die Wölbsteifigkeit zwar nicht null, aber aufgrund der verhältnismäßig großen Torsionssteifigkeit gegenüber der Wölbsteifigkeit ist es für diese Querschnitte meistens vertretbar, die Wölbkrafttorsion auch hier zu vernachlässigen. Hier gibt es zwar kein festes Abgrenzungskriterium, baupraktisch kann die Verwölbung aber bei Stabkennzahlen größer 10, das ist zumindest eine Empfehlung von Professor Kindmann, vernachlässigt werden. Ich habe hier mal die Stabkennzahlen für verschiedene Querschnitte ausgerechnet, unter der Annahme, dass sie 1 Meter lang sind. Und man sieht schon hier für diese ein- und mehrzelligen Kastenprofile bin ich bei Stabkennzahlen um die 30. Und was vielleicht auch noch hier, das wäre jetzt ein Hybrid-Querschnitt mit einer geschlossenen Zelle und Querschnittsteilen, die darüber hinaus ragen. Auch aber immer noch über der Grenzstabkennzahl von 10. Und hier ganz rechts, vielleicht auch noch mal ganz interessant, vor allem für die Holzbauer und Betoner, die ja meistens mit solchen rechteckigen Vollquerschnitten arbeiten. Hier habe ich für Höhen zu Breitenverhältnisse von 2 eine Stabkennzahl von ungefähr 40. Genau. Und was halt jetzt ganz interessant ist, können wir uns gleich mal im Vergleich, nämlich zur nächsten Folie angucken. Wenn ich also ein offenes I-Profil hier mit diesen Stegplatten verstärke, dann habe ich mit der Wölbkrafttorsion hier eigentlich gar kein Problem mehr. Genau, jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, nämlich bin schon auf die dritte Kategorie quasi zu sprechen gekommen, nämlich die der nicht wölbfreien Querschnitte. Und das sind dann genau die, für die die Wölbkrafttorsion und der Einfluss aus der Wölbkrafttorsion eben nicht mehr vernachlässigbar sind. Und dazu gehören alle offenen Querschnitte, die nicht unter die erste Kategorie fallen. Genau, das drückt sich dann auch in den Stabkennzahlen aus. Also schauen wir mal für die ja, populären warmgewalzten Querschnittsformen. Ich glaube, das ist hier ein IPE-HEB 200. Hätte jetzt eine Stabkennzahl von 1,4, auch wieder für eine Länge von 1 Meter. Hier ist ein U-Profil, auch relativ kleine Stabkennzahl. Dann sieht man hier mal schön bei diesem Kreisringprofil mit Schlitz. Auch dieser Querschnitt ist dann auf einmal, obwohl er fast, also ziemlich ähnlich ist zu dem geschlossenen Kreisringquerschnitt. Nur ein kleiner Ritz im Profil, und schon haben wir hier einen Querschnitt, der äußerst anfällig auf Verwölbung reagiert. Gleiches gilt auch für viele kalt geformte, sehr dünnwandige Profile.
Genau, hier hat man Stabkennzahlen unter 1 und da wird manchmal sogar schon empfohlen, dass man bei solchen Querschnitten fast schon eher die Saint-Venant'sche Torsion vernachlässigen kann gegenüber der Wölbkraft-Torsion. Genau. Ja, nun haben wir ja geklärt, welche Querschnitte sich unter Torsionsbeanspruchung besonders stark verwölben, beziehungsweise welche Querschnitte eigentlich für die ja, Wölbkraft-Torsion besonders relevant sind. Und dieses Wissen wollen wir jetzt mal anhand eines kleinen Beispiels in RFEM testen. Genau, dafür gehe ich mal ins Programm. Ich habe hier wieder meine leere Datei und ich ja, baue mir hier erstmal ein ganz einfaches System, einen Einfeldträger mit einem IPE 200 Querschnitt S355. Ich setze hier mal einen Stab mit 1 Meter Länge rein und spanne den am hinteren Knoten ein. Jetzt gebe ich da noch ein Torsionsmoment drauf, von 1 Kilonewtonmeter am freien Ende. Genau. Ein bisschen größer, dass man es auch schön sieht. Und jetzt rechne ich das Ganze erstmal ganz normal. Also ich habe jetzt, glaube ich, noch keine Wölbkraft-Torsion aktiviert. Wir schauen erstmal, was hier rauskommt, was wir für Ergebnisse bekommen, wenn wir das so einmal durchrechnen. Und zwar kriegen wir hier Verformung für unsere 6 Freiheitsgrade, die 3 translatorischen Freiheitsgrade und die 3 Verdrehungen. Wir sehen, wir haben hier am Stabende eine Rotation von 176 Millirad und wir haben ein Torsionsmoment, ein konstantes Torsionsmoment, MT gleich 1 Kilonewtonmeter. Genau, das wird hier bis ins Auflager geführt. Wo soll es auch in der Zwischenzeit hin? Wenn wir uns die Verformung anschauen, dann sehen wir eigentlich hier eine reine Verdrehung des Querschnitts, wenn wir hier von vorne wieder drauf schauen. So, jetzt aktivieren wir mal den 7. Freiheitsgrad. Dafür gehen wir in die Basisangaben, aktivieren das Add-on Wölbkraft-Torsion hier, kommen zurück und führen die ganze Berechnung nochmal aus. Und aha, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Wir sehen also jetzt neben der Verdrehung des Querschnittes, können wir jetzt auch schon eine Verwölbung des Querschnitts sehen. Und wir haben jetzt hier auf der linken Seite noch eine Ergebnisgröße mehr, nämlich die Verwölbung. Kriegen hier auch den Wert entsprechend angezeigt für diesen Freiheitsgrad. Und bei den Schnittgrößen haben wir jetzt auch zwar immer noch das resultierende Torsionsmoment, aber wir haben es können es uns auch aufgeschlüsselt anzeigen nach dem primären und dem sekundären Torsionsmoment. Und daneben haben wir eben das Wölbmoment. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die Aufteilung hier ist. Aha, interessant. Wir haben jetzt zwar einen nicht wölbfreien Querschnitt hier genommen, den wir auf Torsion beansprucht haben, aber das sekundäre Torsionsmoment ist null. Und jetzt ist wieder die Frage, woran liegt das? Ich hatte ja eingangs so am Rande erwähnt, dass diese Verwölbung nur dann Schnittgrößen und Spannungen im Stab hervorruft, wenn die Verwölbung behindert wird. Das heißt, um jetzt hier den Effekt der Wölbkrafttorsion zu sehen an diesem Stab, müsste ich hier eine Wölbbehinderung einführen. Und ich sage mal, die essentiellste wäre jetzt hier wäre eine Wölbeinspannung, die wir jetzt hier am Stabende vielleicht noch hinzufügen. Schauen wir mal, ob wir das im Knotenlager hinzufügen können. Und wir sehen, trotz Aktivierung des der Wölbkrafttorsion haben wir hier keinen 7. Freiheitsgrad, den wir irgendwie festhalten können oder dem wir eine Federsteifigkeit geben können oder sonst was. Und das liegt daran, dass die Verwölbung immer ein Freiheitsgrad ist, der nur lokal eigentlich betrachtet werden kann. Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn, hier global, also die Verwölbung als globalen Freiheitsgrad mit aufzuführen, den ich mit dieser Knotenlagerdefinition halten kann. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, die Lagerdefinition am Stab direkt vorzunehmen. Und nein, das ist
geht jetzt nicht um das Stablager, das hier, das sind Lager, die wir kontinuierlich über die Stablänge anbringen können, sondern für die Verwölbung können wir Verwölbungsbehinderungen definieren über das Einfügen von Quersteifen. Wenn ich das jetzt hier aktiviere, dann kriege ich hier oben den Reiter Quersteifen. Und auch wenn dieses Objekt jetzt Quersteife heißt, wir finden hier auch den Typ Wölbeinspannung. Also neben den normalen Steifen, wie jetzt Flachsteifen oder Winkelsteifen oder Stirnplatten, also das sind Flachsteifen am Ende und am Anfang, finde ich hier eben auch den Typ einer Wölbeinspannung. Und so kann ich jetzt, ich gebe hier einfach mal 0 ein, weil ich diese Wölbeinspannung am Anfang des Stabes einfügen möchte. So kann ich jetzt eine starre Wölbeinspannung hier definieren. Ich könnte jetzt auch eine benutzerdefinierte Wölbfeder hier eingeben, wenn ich denn weiß, wie groß die ist. Zum Beispiel könnte ich mir jetzt hier eine Stirnplatte vorsetzen und aufgrund der Dicke und der Abmessung mir diese Wölbfedersteifigkeit bestimmen. Genau, jetzt nehme ich aber hier erstmal eine starre Wölbeinspannung an. Das sieht man dann hier schon in der Vorschau. Und auch wenn ich das Ganze dann jetzt übernehme ins Modell, dann habe ich hier hinten diese orange Platte drauf. Vielleicht kopiere ich das ganze System nochmal hier neben und rechne es einmal mit und einmal ohne diese Wölbeinspannung, damit wir ja die Ergebnisse besser vergleichen können und sehen, wie der Einfluss dieser Wölbbehinderung jetzt auf das System ausfällt. Ich rechne also nochmal durch. Aha, und ich habe jetzt das primäre Torsionsmoment noch an und man sieht sofort im rechten Stab, wo ich also diese Verwölbungsbehinderung am Stabanfang hier drinnen habe, ist das primäre Torsionsmoment veränderlich über die Länge. Ich habe an dem freien Ende nur noch ein primäres Torsionsmoment von 0,55 und der Rest steckt im sekundären Torsionsmoment. Und wenn wir uns jetzt wieder dran erinnern, dass das Integral der sekundären des sekundären Torsionsmoment dem Wölbmoment entspricht, sehen wir jetzt auch hier, haben wir so einen parabelförmig oder so einen quadratisch zunehmenden oder einen nichtlinear zunehmenden Verlauf des Wölbbimoments, was sein Maximum an der Einspannung hier hat. Was auch ganz interessant ist, jetzt festzustellen, ist, dass die, ich mache es mal auf die lokalen Verformungen bezogen, dass die Verdrehung am Stabende deutlich kleiner ausfällt. Ich habe jetzt hier anstatt der 176 Millirad nur noch eine Verdrehung von 66 Millirad, also weniger als die Hälfte. Und vielleicht können wir uns auch nochmal die Verwölbung hier anschauen, nochmal hochskaliert. Hier mit der freien Verwölbung, also auf beiden Seiten kann sich der Querschnitt frei verwölben. Und hier ist eben an dem linken Ende die Verwölbung gesperrt. Und das wirkt sich aus bis an das vordere Ende. Also auch hier ist dann die Verwölbung, fällt hier deutlich kleiner aus. Genau, auch das kann man sich hier über diesen Wölbfreiheitsgrad dann quantifiziert darstellen. Jawohl, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, wir haben uns jetzt die Schnittgrößen und die Verformung angeguckt, aber auch bei den Spannungen ist jetzt sehr schön zu erkennen, dass ich jetzt hier diese Verlängerung und Verkürzung der Flanschecken eigentlich behindere durch diese Randeinspannung und daraus entstehen dann eben diese Längsspannungen aus der Zwängung und die nehmen jetzt hier auch schon eine beträchtliche Höhe an, ne? Entsprechend sehen auch die Torsionsschubspannungen am Stab anders aus. In Summe aber, wenn ich mir jetzt die Vergleichsspannungen anschaue, dann komme ich mit meinem Stab, der hier die Verwölbungsbehinderung am Ende hat, noch ganz gut weg, wenn ich jetzt mal vergleiche, wie hier die maximalen Vergleichsspannungen nach von Mises ausfallen. Genau. Jetzt wollen wir das Beispiel nochmal ein bisschen erweitern. Wir haben ja jetzt einen nicht wölbfreien Querschnitt, den wir einmal ohne Wölbbehinderung und mit Wölbbehinderung hier abgebildet haben. Und jetzt wollen wir natürlich auch mal schauen, ob das, was ich da gerade erzählt habe, denn stimmt und wie sich das Ganze bei wölbarmen Querschnitten, da würde ich jetzt mal als Vertreter hier dieses I-Profil mit den beiden zusätzlichen Stegblechen wählen, weil das natürlich relativ ähnlich jetzt erstmal ist wie das I-Profil. Aber wir sehen in Bezug auf die Torsion
Also das verhält sich das Tragverhalten ganz anders. Und hier rechts machen wir mal einen Kreisring, Kreishohlprofil rein und rechnen auch jetzt nochmal durch, um uns den Einfluss der Querschnitte jetzt mal anzuschauen und dieser Querschnittskategorien. Genau. Wir schauen uns vielleicht ja am sinnvollsten die sekundären Torsionsschubspannungen an. Erste Balken hier nicht wölbbehindert, zweite wölbbehindert am Ende mit einem nicht wölbfreien Querschnitt. Dann haben wir jetzt hier den wölbarmen Querschnitt und wir hatten ja gesagt, der zeichnet sich dadurch aus, dass die Abklingzahl sehr hoch ist und diese Abklingzahl, die Bedeutung der Abklingzahl, die sieht man jetzt hier sehr schön, wenn man sich diese beiden Verläufe der sekundären Torsionsmomente vergleicht. Man hat hier zwar an der Einspannung, die ja ja unendlich steif ist für den Stab, trotzdem ein sekundäres Torsionsmoment von 1, aber das baut sich sehr, sehr schnell ab und in der Folge ist auch das Torsionsmoment, was ja das Integral dieser sekundären Torsionsmomente ist, entsprechend deutlich kleiner als das bei dem nicht wölbfreien Querschnitt. Und wenn wir das natürlich weiter verfolgen, dann sind auch die Längsspannungen hier deutlich, deutlich kleiner als bei dem nicht wölbfreien Querschnitt. Genau, also das ist, denke ich, ganz, ganz interessant zu sehen. Bei dem wölbfreien Querschnitt hier rechts, bei dem Kreisringprofil, da treten erwartungsgemäß keine sekundären Torsionsmomente und auch keine Wölbbi-Momente auf. Genau. Jetzt haben wir also, jetzt schauen wir mal nochmal kurz auf die Folie, auf in unsere Präsentation. Wir haben jetzt also die erste Art einer Wölbbehinderung uns angeschaut. Wir haben also gesehen, die Wölbkrafttorsion wird eigentlich erst dann aktiviert, wenn wir die freie Verwölbung des Stabes verhindern, zum Beispiel eben durch die entsprechenden Randbedingungen, die wir einführen. Jetzt im Beispiel hier eben diese starre Wölbeinspannung am Stabanfang. Es gibt aber noch andere Arten der Wölbbehinderung und die möchten wir uns jetzt mal im Programm anschauen. Und zwar hat auch eine veränderliche Torsions- oder Wölbsteifigkeit über die Stablänge bedeutet eine Wölbbehinderung für den Stab. Benachbarte Querschnittsteile behindern sich sozusagen gegenseitig aufgrund der unterschiedlichen Torsions- und Wölbsteifigkeiten. Und das wollen wir jetzt auch mal modellieren. Als Beispiele knöpfen wir uns hier jetzt mal veränderliche oder Stäbe mit veränderlichem Querschnitt vor, solche Wutenstäbe. Und wir modellieren auch mal einen Stab mit zusätzlichen Quersteifen entlang des Stabes. Also wir wollen jetzt mal hier einen Stab uns vornehmen, bei dem wir nicht eine volle Einspannung an der einen Seite ansetzen, sondern wir setzen jetzt hier an diesen Stab auch Quersteifen, aber definieren einen neuen Typ. Und zwar bringen wir jetzt einfach mal Flachsteifen an bei einer, sagen wir mal, in dem ersten Viertelspunkt. Und dann setzen wir noch zwei weitere Flachsteifen auch wieder in einem Abstand von 25% der Trägerlänge. Können uns jetzt hier auch, glaube ich, in der Vorschau schon mal angucken, wie das dann aussehen würde. Können hier natürlich auch noch die Geometrie dieser Flachsteifen verändern. Sagen wir mal, wir nehmen eine Dicke von 8 mm hier rein, bestätigen das. Genau. Und jetzt sehen wir das hier auch direkt in der Vorschau. Natürlich beeinflusst auch die Art dieser Quersteife das Ergebnis. Also wenn wir jetzt mal, können jetzt mal ausprobieren, vielleicht hier noch einen zweiten Steifentyp zu wählen, und zwar keine Flachsteife, sondern ein U-Profil. Durch die Definition von solchen Quersteifen entstehen ja wieder kleine geschlossene Zellen entlang der Stabachse. Auch hier nehmen wir mal dasselbe Muster über die Stablänge. Muss ich dann jetzt noch den Typ ändern? Genau, ich hatte den gerade erzeugt. Genau, sieht jetzt auch hier schon, anstatt der Flachsteifen werden jetzt hier so U-Profile mit reingenommen, die
vermutlich eine deutlich größere Wölbsteifigkeit haben. Das schauen wir uns gleich mal an. Und dann hatten wir ja gesagt, wir wollen außerdem mal schauen, oder wir hatten ja gesagt, auch eine ein linear veränderlicher Querschnitt über die Stablänge bedeutet eine Wölbbehinderung. Deshalb modelliere ich den gleich mal mit. Dafür setze ich jetzt hier einen linearen Querschnittsverteilung über die Länge an und sage am Stabanfang, also an der Seite der Einspannung, möchte ich ein IP 240 haben und an der freien Seite ein IPE 200. Habe ich mich gerade verklickt, genau. Das übernehmen wir jetzt mal und rechnen das Ganze nochmal durch. Jawohl. Und jetzt sehen wir hier eigentlich schon ganz schön, auch hier entstehen jetzt um diese Steifen herum Wölbbi-Momente. Und wenn wir uns die Spannungen hier anschauen, also wir sehen auch im Vergleich dieser beiden Beispiele hier mit den unterschiedlichen Steifen, dass diese Wölbbi-Momente deutlich größer werden, wenn wir diese Quersteifen vom Typ U-Profil hier reinsetzen. Und genauso sehen wir das jetzt auch an dem linear veränderlichen Stab, hier Wölbbi-Momente entstehen. Genau. Wir sehen hier sehr schön die sekundären Torsionsmomente. Auch hier sieht man, die Steifenabstände sind jetzt hier auch so gering, dass quasi über die Länge zwischen diesen Steifen mein sekundäres Torsionsmoment kaum mehr abklingt. Und auch wenn wir uns die Spannungen jetzt mal anschauen, sehen wir, dass dann hier an den Stellen mit der Wölbeinspannung ganz gehörige, zumindest bei den, wenn ich diese U-Profile als Steifen reinsetze, ganz gehörige Zwangsspannungen hier entstehen. Was jetzt vielleicht auch nochmal ganz interessant ist, wir können ja mal die Querschnitte hier hinten außen vor lassen und mal für diese Querschnitte hier die Rotation vergleichen, die sich dann für die Stäbe ergeben, inwieweit diese unterschiedlichen Arten der Wölbbehinderung eigentlich unser System versteifen sozusagen. Und wir sehen hier schon, dass die Flachsteifen eigentlich kaum einen Einfluss haben auf die Verdrehung unseres Stabes. Also die sind fast gleich, wohingegen unsere U-Profile hier schon einen deutlichen Einfluss haben. Und ja, hier bei der linearen bei dem linear veränderlichen Querschnitt, ja, den haben wir jetzt nicht weiter, sag ich mal, ausgesteift oder mit Wölbsteifen bestückt, aber und dementsprechend fällt auch die Verdrehung ähnlich aus wie bei dem gleichmäßig verteilten Querschnitt über die Länge. Genau, dann haben wir also die zweite Art der Wölbbehinderung untersucht, also die veränderliche Torsions- und Wölbsteifigkeit über die Stablänge. Und dann gibt es noch eine dritte Variante oder eine dritte Art der Wölbbehinderung, und die kommt aus der Belastung. Nämlich wenn die Torsionsbeanspruchung über die Stablänge veränderlich ist, auch das bedeutet eine Wölbbehinderung für den Stab. Auch das möchten wir nochmal uns angucken. Ich kopiere jetzt den Stab mit dem Endmoment, und anstatt dieses Endmomentes bringe ich jetzt einfach mal ein konstantes Torsionsmoment von einem Kilonewton pro Meter auf, Kilonewtonmeter pro Meter, Entschuldigung, genau, auf diesen Stab. Rechnen das Ganze nochmal. Und auch hier werden wir dann sehen, das können wir mal vielleicht im direkten Vergleich auch zwischen diesen beiden Systemen hier machen, dass ich, genau, auch, oder vielleicht nehmen wir noch den hier dazu, den, mein Referenzstab ohne, genau, eigentlich macht es Sinn, die zu vergleichen, denn ich habe jetzt diesen Stab hier,
wo ich demonstrieren möchte, dass ich die Wölbbehinderung eigentlich auch schon aus der Art der Belastung habe. Hier habe ich ja gar keine Randbedingung vorgegeben. Also die hat hier keine Wölbeinspannung, ist also eigentlich ja zwängungsfrei von der Lagerung her. Aber die Beanspruchung selbst erzeugt mir hier meine Wölbbehinderung. Und das kann ich sehr schön sehen, wenn ich jetzt mal hier den Verlauf der primären und der sekundären Torsionsschubspannung vergleiche. Natürlich ist auch der Verlauf der des Gesamttorsionsmoments anders, als wenn ich das hier mit dem konzentrierten 1-Moment am Stabende vergleiche. Aber ich sehe jetzt eben, dass auch bei diesem Stab, obwohl ich eigentlich an den Stabenden oder auch entlang der Stabachse jetzt keine Steifen oder keine Einspannung eigentlich definiert habe aus der Lagerung heraus, dass ich hier ein Wölbbimoment habe, das hier entsteht. Und all diese drei Arten der Wölbbehinderung haben eigentlich gemeinsam, dass sie dazu führen, dass die Verdrillung des Stabes über die Stablänge nicht mehr konstant ist. Und das könnte man jetzt auch prüfen. Wir könnten uns jetzt die Verläufe der Verdrehung anschauen und gucken, inwieweit die von einem linearen Verlauf abweichen. Das kann ich zum Beispiel hier mal exemplarisch in diesem Fall machen. Das geht eigentlich recht gut, wenn ich mir hier mal die Verdrehung um die X-Achse plotte. Und was ich sehe, ist, dass dieser Verlauf nicht linear ist. Und das heißt, die Ableitung davon ist auch nicht konstant. Anders als jetzt vielleicht bei dem ersten Stab, der keine Randbedingungen aufgewiesen hat. Hier könnte ich jetzt mal überprüfen, bei der Hälfte der Stablänge habe ich eine Verdrehung von 88,3 und das ist genau die Hälfte von meiner Endverdrehung. Und deshalb könnte ich jetzt darauf schließen, dass die Ableitung von diesem Funktionsverlauf hier konstant sein muss. Ich kann auch das vergleichen mit einem linear geglätteten Verlauf und sehe, dass diese Punkte wirklich hundertprozentig auf diesem linear geglätteten Verlauf der Verformung liegt. Genau, wenn ich also das feststelle, dass ich ein System habe, oder ich möchte jetzt nochmal vielleicht zusammenfassen, was man unter einer Wölbbehinderung versteht, nämlich einmal, wenn ich eine entsprechende Randbedingung eingeführt habe, wenn die Torsions- oder Wölbsteifigkeit über die Länge veränderlich ist oder auch die Torsionsbeanspruchung über die Länge veränderlich ist. Und vielleicht das nochmal zusammengeführt mit dem, was wir zum Querschnitt gesagt haben. Wann ist also Wölbkrafttorsion relevant? Sie ist relevant für nicht wölbfreie Querschnitte, die auf Torsion beansprucht werden und in ihrer Verwölbung behindert werden. In allen anderen Fällen ist es sinnvoll oder zulässig, den Einfluss aus der Wölbkrafttorsion zu vernachlässigen. Ich würde jetzt, um dieses Beispiel hier abzuschließen, hier eine kleine Modifikation vornehmen. Und zwar kopiere ich mir einfach mal diesen Lastfall. Lastfall kopieren. Und jetzt möchte ich hier anstatt einer Torsionsbeanspruchung und mir die Auswirkungen auf das Tragsystem zu untersuchen, möchte ich mal schauen, was diese unterschiedlichen Arten der Wölbbehinderung eigentlich für den Widerstand des Stabes gegen Biegedrillknicken machen. Ich mache mir jetzt also mal einen zweiten Lastfall, den nenne ich Biegung. Und da lösche ich jetzt einfach mal das System hier sowieso weg, weil ich das dann zweimal habe. Und, upsala, ich wollte hier hin, genau. Und dann tausche ich diese Knotenlast, also dieses Torsionsmoment hier aus mit einer 1-Last in globale Z-Richtung, so dass hier jetzt also Biegemomente um die starke Achse in den Stäben entsteht. Und jetzt möchte ich mal schauen, wie groß wird denn hier das kritische Biegedrillknickmoment. Dafür muss ich jetzt zusätzlich zu dem siebten Freiheitsgrad noch die Strukturstabilität aktivieren. Und jetzt sage ich, für diesen zweiten Lastfall Biegung möchte ich die Verzweigungslast berechnen. Ich möchte aber möglichst die Verzweigungslast für viele Träger sehen. Deshalb stelle ich hier die voreingestellte Anzahl der Eigenwerte mal hoch auf 20 und rechne das Ganze.
Genau, und kann mir dann hier auch die Ergebnisse aus der Stabilitätsanalyse für diesen Lastfall anzeigen lassen. Und ich sehe jetzt hier unten dargestellt den Verzweigungslastfaktor, der zu dieser hier dargestellten Eigenform passt. Und ich sehe als allererster Träger weicht eben mein I-Profil ohne die Verwölbungsbehinderung am Ende aus und hat hier einen kritischen Verzweigungslastfaktor von 208. Das würde dann einem Moment an der Einspannung von 208 Kilonewtonmeter entsprechen. Dann die Flachsteife, die verbessert das ein bisschen, aber jetzt nicht signifikant. Was hatte ich da hinten für einen Fall? Achso, das war der linear veränderliche Träger, der hat auch einen etwas höheren Biegedrillknickwiderstand. Dann kommt der Stab mit den U-Profilen. Dann sehe ich jetzt hier die Verzweigungslastfaktor mehr als doppelt so hoch mit der Verwölbungsbehinderung am Stabanfang. Also da sieht man mal, was für einen riesen Einfluss hier diese Randbedingung eigentlich hat. Und ja, dann kommen eigentlich ganz weit abgeschlagen. Schauen wir mal, ob wir überhaupt dafür Eigenformen gefunden haben fürs Biegedrillknicken von dem wölbarmen Stab hier hinten. Ja, die ist ja bei fast 6000 ein riesengroßer Unterschied zu dem von den offenen Profilen. Und genau, für den wölbfreien Querschnitt bekomme ich hier gar keinen Eigenwert. Genau, ich denke, auch das ist ein ganz, ganz interessantes Ergebnis. Und das zeigt nochmal, wie diese unterschiedlichen Wölbbehinderungen das Ergebnis hier eigentlich beeinflusst. Ja, was wir da jetzt gerade gemacht haben, nämlich das Biegedrillknicken als Stabilitätsfall am Gesamtmodell quasi mühelos zu untersuchen, ist nur möglich mit einer Berechnung mit 7 Freiheitsgraden, ne? Wie hier nochmal dargestellt. Ich erwähne das eigentlich immer wieder, aber diese Stabilitätsphänomene an den stabförmigen Bauteilen, Drillknicken, Biegedrillknicken, geht eben nur mit dem 7. Freiheitsgrad. Nur dann kann der Zusammenhang zwischen Biegung, Normalkraft und Torsion, also die Stabkinematik, korrekt erfasst werden. Diese korrekte Berücksichtigung oder Erfassung des Zusammenhangs zwischen diesen Schnittgrößen ist aber nicht nur im Kontext von solchen Stabilitätsuntersuchungen wichtig, sondern geht auch also schon bei viel profaneren Beispielen, die durchaus typisch sind, ein und findet dort Berücksichtigung. Das möchte ich jetzt mal kurz an einem einfachen Problem demonstrieren, wo es auch wieder um die Torsion geht, aber vielleicht diesmal um die unplanmäßige. Also vielleicht ist dem einen oder anderen Nutzer da gar nicht bewusst, dass er überhaupt ein Problem mit Torsion hat. Dazu wechsle ich wieder ins Programm. Ich öffne jetzt einfach nochmal ich mach's einfach hier drin. Ich lösche also alles raus und baue mir diesmal mal einen Einfeldträger zusammen. Ich hätte den eigentlich auch lassen können. Ich mache nochmal rückgängig und lasse hier diesen einen Stab im Modell drin. Lösche den Lastfall 2, den brauche ich jetzt hier nicht mehr. Und mache den Einfeldträger ein bisschen was länger. Für den Einfeldträger muss ich natürlich auch noch die Lagerung ändern. Ich mache auf der einen Seite ein festes Gabellager und auf der anderen Seite ein verschiebliches. Hatte ich auch schon vorbereitet, damit ich nicht mehr so viel rumklicken muss. Und jetzt möchte ich mir mal angucken, wie es denn bei so einem einfachen System aussieht, mit der Doppelbiegung. Sagen jetzt einfach mal, bringen 8 kN in vertikale Richtung hier auf den Stab auf. Und das nochmal eine kleine Last in Y-Richtung packen wir noch dazu, sodass an unserem Träger hier Doppelbiegung entsteht. Und wenn wir das Ganze jetzt ohne die Wölbkrafttorsion rechnen, ich stelle die Add-ons nochmal beide aus und rechne dieses System durch, so wie es normalerweise jeder machen würde vielleicht im ersten Ansatz, und das könnte ja jetzt zum Beispiel, okay, ist jetzt ein bisschen großes Profil, aber man könnte sich vorstellen, das wäre jetzt zum Beispiel eine Dachfette,
die zweiachsige Biegung abbekommt, vielleicht aufgrund der Neigung, vielleicht aufgrund der Beanspruchung. Und was wir jetzt aus einer Analyse nach Theorie erster Ordnung und ohne die Wölbkrafttorsion herausbekommen, ist, wir kriegen Querkräfte in Z, Querkräfte in Y-Richtung, wir kriegen kein Torsionsmoment, aber Biegung um Y- und Z-Achse. Okay, also das ist eigentlich das Äquivalent zu dem, wenn wir jetzt diesen Stab nochmal kopieren, zweimal und dann jeweils mit den alleinigen Beanspruchungsarten das Ganze durchrechnen. Das ist quasi nur das zusammengesetzte Ergebnis aus beidem, aus der Biegung um die schwache Achse und der Biegung um die starke Achse. In Wahrheit sind aber diese Freiheitsgrade gekoppelt. Wir können uns auch noch mal kurz anschauen, wie die Verformungsfigur aussieht, denn auch das ist eigentlich ganz interessant. Genau, ich zeige das mal hier überhöht. Wir sehen auch, die Verformungsfigur ist eigentlich nur eine zusammengesetzte Biegung um die starke und die schwache Achse. Wir sehen hier keinerlei Verdrehung in diesem Stab unter Doppelbiegung. Das ist aber nicht die ganze Wahrheit, denn wenn wir jetzt mal den siebten Freiheitsgrad hier aktivieren, die Wölbkrafttorsion, und zusätzlich müssen wir noch die Theorie zweiter Ordnung hier einstellen, um diesen Effekt vernünftig abbilden zu können, dann sehen wir auf einmal, dass das System mit Doppelbiegung nicht mehr der Summe aus den beiden Einzelbiegungen, Biegungslastfällen entspricht, sondern wir kriegen jetzt hier auch eine Verdrehung des Stabes und die gleichzeitige Beanspruchung um die starke und die schwache Achse führt auch zu einer Verdrehung des Stabes und zur Entstehung eines Torsionsmomentes. Und natürlich dann dementsprechend, weil wir einen nicht wölbfreien Querschnitt hier haben mit Wölbbehinderung aufgrund der Belastung, bekommen wir hier auch ein Wölbmoment rein. Und das sollte man sich vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten, dass wenn ich halt ein Problem mit Doppelbiegung bei wölbgefährdeten Querschnitten habe, dann sollte ich auch immer noch mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die daraus resultierenden Torsionsspannungen, in dem Fall ist das Torsionsmoment relativ klein und es wird wahrscheinlich keinen großen Einfluss haben, aber das weiß ich vielleicht a priori nicht. Deshalb will ich Sie nur dafür sensibilisieren, wenn Sie Doppelbiegung haben oder auch nur einachsige Biegung und Torsion, dann entsteht das dritte Moment automatisch immer mit. Also diese Schnittgrößen hängen bei einer sauberen Betrachtung mit sieben Freiheitsgraden und unter Berücksichtigung der Wölbkrafttorsion eben zusammen. Dann sollte ich immer darüber nachdenken, ob ich das nicht mal überprüfe mit einer Analyse mit sieben Freiheitsgraden, um diesen Einfluss zu identifizieren und auch zu erfassen. Also ich kann das hier auch nochmal demonstrieren. Auch wenn ich Biegung nur um die starke Achse habe und ein Torsionsmoment, ist eigentlich relativ logisch. Wir verdrehen ja, also infolge des Torsionsmomentes verdreht sich der Stab. Dass die Stablast bewirkt dann auch eine weitere Verdrehung dieses Stabes oder hat dann Anteile, nee, eigentlich hat dieses diese Beanspruchung dann auch Anteile um die schwache Achse auf dem verdrehten Profil. Aber diesen Umstand kann ich dann eben nur erfassen mit sieben Freiheitsgraden und Theorie zweiter Ordnung. Also wir sehen, müssten jetzt auch hier bei diesem zweiten Beispiel, was ich jetzt noch kurz hinzugefügt habe, sehen, aus der Torsionsbeanspruchung und der Biegung um die starke Achse müsste jetzt auf diesem Balken, wo ich beides zusammen ansetze, also Torsionsmoment und Beanspruchung um die in Richtung der starken Achse, müsste ich jetzt auch eine Beanspruchung, also ein Biegemoment um die schwache Achse erhalten, obwohl ich da eigentlich gar keine äußere Last drauf habe in die Richtung. Also das ist auch ein Anwendungsfall für das Add-on Wölbkrafttorsion, wenn ich also solche Situationen habe. Zwei Biegemomente bei einem nicht wölbfreien Querschnitt dann immer dran denken. Da könnte auch noch sich eine Schnittgröße quasi verstecken.
Genau. Dann würde ich noch zwei Beispiele durchgehen, um nochmal Besonderheiten bei der Berechnung mit 7 Freiheitsgraden in RFEM 6 und RStab 9 zu demonstrieren. Wir hatten ja jetzt schon uns angeschaut, wie wir das Add-on aktivieren. Wir hatten schon geschaut, was es für Einflüsse auf die Wölbkrafttorsion gibt, vor allem theoretischer Natur und wie das hier umgesetzt ist. Wir haben uns auch dabei angeschaut, wie wir Wölbeinspannungen und Quersteifen definieren. Aber es gibt noch so vor allem zwei große andere Sachen, die wir berücksichtigen müssen und auf die ich hier hinweisen möchte. Bislang haben wir uns nämlich immer nur Stäbe angeschaut, die doppelt symmetrisch waren und wo der Schubmittelpunkt und der Schwerpunkt des Stabes zusammenlagen. Und das wollen wir jetzt mal ändern. Ich ändere mal diesen Querschnitt hier in ein U-Profil. Wo haben wir es? Genau, Querschnitt 14. Achso, vielleicht können wir uns hier auch nochmal anschauen. Ich kann mir hier auch in der in dieser Vorschau hier meinen Schubmittelpunkt mit anzeigen lassen, zusätzlich zur Schwereachse und auch die Abmessung. Und ich sehe, mein Schubmittelpunkt ist jetzt hier 40 mm von der Schwereachse dieses Querschnittes entfernt. Und was wir jetzt machen, ist, wir bringen jetzt mal hier nochmal eine vertikale Beanspruchung drauf. Und dann sehen wir, ich mache auch nochmal die Theorie zweiter Ordnung aus, nur um zu zeigen, das hat damit nämlich noch gar nichts zu tun. Dann bekommen wir auf einmal, ich habe nur eine vertikale Beanspruchung hier aufgebracht und was wir erhalten, ist nicht nur Biegungen um die starke Achse, sondern wir sollten jetzt hier auch einen Torsionsmoment erhalten. Und das liegt daran, dass sobald ich das Add-on 7 Freiheitsgrade aktiviere und ich Stablasten aufbringe. Diese Stablasten werden bei aktiviertem Add-on immer automatisch auf den Schubmittelpunkt, Entschuldigung, auf die Schwereachse des Stabes aufgebracht. Wohingegen bei einer normalen Berechnung nach mit 6 Freiheitsgraden, ich kann auch nochmal gerne umstellen, damit wir den Unterschied sehen. Da werden standardmäßig diese Beanspruchungen, also Querlasten, auf den Schubmittelpunkt angesetzt und ich erhalte keine zusätzliche Torsionsbeanspruchung. Und genau, das ist so ein bisschen Paradigmenwechsel. Wenn ich also das Add-on anschalte, dann muss ich mir bewusst sein, ich muss vor allem, ich kann das alles umstellen. Ich kann jetzt auch hier in dem Fall sagen, wo ich mit 6 Freiheitsgraden rechne, ich möchte die Last bitte auf den Schubmittelpunkt setzen. Oder auf den, Entschuldigung, auf den, jetzt komme ich selber durcheinander, auf die Schwerelage setzen. Und dann erhalte ich hier in einer Berechnung nach 6 Freiheitsgraden eben auch ein Torsionsmoment, was dann auch wieder der Last mal dem Abstand zwischen Schwerelage und Schubmittelpunkt entspricht. Nur wenn ich muss mir bewusst sein, wenn ich das Add-on anschalte und ich habe jetzt keine Exzentrizität aktiviert, dann werden diese Lasten automatisch auf den Schubmittelpunkt angesetzt. Und das bedeutet zum Beispiel für so ein U-Profil auch, sobald ich hier auch nur das aktive Eigengewicht anhabe, bekomme ich aus dem Eigengewicht auch, dass ich setze das mal hoch, stelle mal den Faktor für das Eigengewicht ein bisschen höher, damit wir die Auswirkungen sehen. Dann bekomme ich allein dadurch, dass ich das Add-on aktiviert habe, auch ein Torsionsmoment im Stab. Da muss ich nur ja, mir drüber bewusst sein. Außerdem ist es so, dass nicht nur die Lasten bei aktiviertem Add-on automatisch auf die Schwereachse angetragen werden, sondern auch die Auflager greifen im Schwerpunkt des Querschnittes an. Und das sieht man jetzt hier, wenn ich mir die Stabschnittgrößen anzeigen lasse, wo ich ja sehe, ich habe ein Torsionsmoment von 0,15 kN. Und jetzt möchte ich mir mal die Auflagermomente ansehen und sehe, ich habe gar keine Reaktionslagerkräfte hier für die Verdrehung um die X-Achse.
um die Stabachse, sondern ich habe nur die vertikalen Reaktionskräfte. Und das liegt wiederum daran, dass mein Auflager auch in der Schwereachse sitzt. Bezüglich des Auflagers hat also meine Last keine Exzentrizität, aber bezüglich des Schubmittelpunkts des Querschnittes schon. Und der Schubmittelpunkt ist nun mal der Punkt am Querschnitt, der das Zentrum für die Integration der Schubspannung ist und wo ich mir meine Torsionsmoment sozusagen aufintegriere und worauf sich diese Stabschnittgröße bezieht. Genau, auch das eine Sache, die ganz wichtig ist und die immer wieder zu Fehlinterpretationen und Anfragen bei uns im Support führt. Genau, und dann als letzten Punkt, der auch enorm wichtig ist. Wir haben zwar ja gesprochen darüber, wie wir Randbedingungen aufbringen und also nicht nur die normalen Randbedingungen sich verhalten, wenn ich jetzt dieses Add-on 7 Freiheitsgrade aktiviert habe. Aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, was denn ist, wenn ich mehrere Stäbe aneinander anschließen möchte, was es da vielleicht noch zu berücksichtigen gibt. Und das wollen wir jetzt auch nochmal kurz als letztes Beispiel hier ausprobieren. Ich ändere jetzt den Querschnitt hier wieder auf das doppelsymmetrische I-Profil, damit wir diesen Einfluss der Schwerelage und den Unterschied da nicht mehr drin haben. Okay, 7 Freiheitsgrade sind aktiviert. Und ich setze jetzt hier wieder eine vertikale Stablast drauf. Ne, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte ein konstantes Moment ansetzen, genau um die eigene Achse, also ein Torsionsmoment. Und das ist jetzt mal so unsere Referenzlösung an der Stelle. Schauen uns mal an, was hier rauskommt. Genau, kriegen Torsionsmoment. Primäres und sekundäres wieder aufgeteilt, weil durch die Art der Lastaufbringung haben wir hier wieder eine Weltbehinderung. Also es entstehen definitiv Weltbimomente. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn passiert, wenn wir diesen Stab teilen und in mehrere Stäbe zerlegen. Das können wir einfach über einen Rechtsklick machen. Stab teilen mit 3 Zwischenknoten. Beanspruchung bleibt dieselbe. Wir rechnen nochmal durch und vergleichen dann die Verläufe des Weltbimoments. Ich gehe mal auf das Drahtmodell, um das besser zu zeigen. Was wir nämlich jetzt sehen an den Zwischenknoten, ist das Weltbimoment auf einmal 0. Und das liegt daran, dass standardmäßig davon ausgegangen wird, dass an den Stabenden ein Weltgelenk sitzt. Der Wölbfreiheitsgrad oder der Verwölbungsfreiheitsgrad wird hier also immer freigesetzt. Und in diesem Fall möchte ich aber vielleicht die Verwölbung kontinuierlich annehmen über alle Stäbe hier, ich habe die ja nur geteilt, aber ich möchte trotzdem annehmen, dass die Verwölbung hier kontinuierlich verläuft über den Stab. Und um das dann wieder hinzukriegen, das geht auch ganz einfach, muss ich einfach nur dafür sorgen, dass diese Stäbe in einem Stabsatz zusammengefasst werden. Das mache ich jetzt hier als drittes Beispiel nochmal. Ich wähle also die Stäbe hier aus und erzeuge einfach nur einen Stabsatz. Das muss ja auch der Typ Stabzüge sein. Stabgruppe gilt hierfür nicht. Und sobald ich das gemacht habe und jetzt wieder alles rechne, sollte eigentlich das rechte System sich genauso verhalten wie das linke. Vielleicht ist es auf den ersten Blick nicht ganz einfach ich habe hier, glaube ich, die Beanspruchung vergessen, rüber zu kopieren. Nicht ganz eingängig, warum wir das so machen. Aber de facto ist es so, dass wenn ich daran denke, in meinem Stabwerk schließe ich erstmal alle Stäbe standardmäßig kraftschlüssig an und gucke mir gar nicht genau drauf, was habe ich da jetzt vielleicht für verschiedene Querschnitte, die ich aneinander anschließe, was habe ich für eine Orientierung der Stäbe. Und diese Dinge sind aber, wenn ich an die Wölbkrafttorsion denke, enorm wichtig. Denn diese Annahme der kontinuierlichen Verwölbung entlang
mehrerer Stäbe oder eines Stabzuges, so wie wir es hier haben, ist eigentlich daran gekoppelt, bei diesem i-Profil zum Beispiel, dass die Flansche kontinuierlich miteinander verbunden sind. Denn das Wölbi-Moment wird hier vor allem durch die Längsspannung in den Flanschen erzeugt. Und wenn ich jetzt hier einen Sprung in dem Querschnitt habe, dann ist es gar nicht so klar, wie denn da die Verwölbung eigentlich weitergegeben werden soll an diesem Stabende. Und das ist dann mehr oder weniger jedes Mal eine Fallunterscheidung, wo ich mir selber als Ingenieur überlegen muss, was ich da jetzt für eine Randbedingung einstellen möchte. Also ich habe erstmal die Möglichkeit, ganz einfach, standardmäßig, wie gesagt, wichtig dran zu denken, wenn ich Stäbe miteinander verbinde, dann ist da erstmal immer ein Wölbgelenk angesetzt. Wenn ich aber eine kontinuierliche Verwölbung voraussetzen möchte, dann kann ich das machen, so wie hier rechts, die Stäbe alle zu einem Stabzug zusammenfassen, und dann sieht man jetzt auch, ich kriege hier für das Wölbi-Moment wieder genau dasselbe Ergebnis wie für den ungeteilten Stab. Jetzt möchte ich aber nochmal zeigen, was ich meine mit der Diskontinuität, zum Beispiel der Querschnitte. Ich kopiere jetzt dieses Konglomerat an Stäben nochmal. Ich habe, glaube ich, nicht den richtigen Knoten gefangen, genau. Und jetzt könnte mir ja einfallen, dass ich vielleicht hier so eine Ausklinkung auf beiden Seiten habe oder in der Mitte. Das mache ich jetzt einfach mal, weil es relativ einfach ist, jetzt hier für das Beispiel. Hier möchte ich einfach aus welchen Gründen auch immer einen anderen Querschnitt wählen, damit ich hier eine bessere Ausnutzung habe, der Momententragfähigkeit, warum auch immer. Und jetzt sehe ich hier schon, meine Flansche sind ja jetzt gar nicht mehr kontinuierlich aneinander angeschlossen. Und jetzt würde es vielleicht durchaus Sinn machen, hier zu sagen, ich entkoppel die Verwölbung an dieser Stelle. Und was da, sage ich mal, die richtige Lösung ist, ist manchmal gar nicht so trivial zu sagen. Was aber unser Programm jetzt erstmal macht, wenn wir so einen Stabzug haben, wo wir unterschiedliche Querschnitte drin haben oder auch unterschiedliche Staborientierungen haben, zum Beispiel einen Knick da drin haben, eine Rahmenecke oder so, die haben wir dann zusammengefasst zu einem Stabzug, dann gibt es bei uns eine Warnmeldung, und wird darauf hingewiesen, dass die Querschnitte oder die Topologie nicht kompatibel ist und das nicht unbedingt von einer kontinuierlichen Verwölbung ausgegangen werden sollte. Ich kann das Ganze ignorieren. Dann rechnet das Programm trotzdem so, als wäre da eine volle Wölbeinspannung. Also, oder als wäre da ein völlige Wölbübertragung. Ne, wir sehen jetzt hier sind jetzt keine Wölbgelenke unterstellt, sondern er rechnet das dann trotzdem so, weil ich ihm gesagt habe, die gehören alle zu einem Stabzug. Aber das ist der Grund für diesen Warnhinweis. Und auch das kann man sich dann, also ich hatte ja gerade gesagt, wie die Verwölbung dann von diesem kleineren Stab auf den größeren Stab in der Realität aussieht, das ist gar nicht so trivial. Und auch das kann man einmal demonstrieren. Kann man nämlich dann im Zweifelsfall an einem Flächenmodell untersuchen. Und auch das geht relativ einfach. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich es aber gleich abkürzen, nur Ihnen die Grundzüge zeigen. Ich kann ja einfach über den Rechtsklick auf den Stabzug hier sagen, ich möchte alle meine Stäbe in Flächen zerlegen. Und dann hätte ich schon ein ganz gutes ganz guten Ausgangspunkt, um mir hier von diesem Stabzug ein Flächenmodell zu basteln und dann an diesem Flächenmodell zu untersuchen, wie das mit der Wölbkontinuität hier dann tatsächlich aussieht. Das habe ich jetzt aber auch schon mal vorbereitet und würde ich dann jetzt aufgrund der Zeitknappheit einfach mal öffnen. Da habe ich dann genau das gemacht. Ich habe quasi diesen Stabzug zerlegt in Flächen. Das sieht man jetzt nicht so gut. So, ich generiere mal das Netz über diese Flächen. Genau, das sind jetzt hier meine beiden Flächenmodelle, und dann habe ich das Ganze zwängungsfrei gelagert, und anstatt jetzt ein resultierendes äußeres Torsionsmoment hier aufzubringen, habe ich jetzt äquivalente Linienlasten auf die Flansche gesetzt. Und was ich jetzt einmal gemacht habe, ist das Ganze so zu modellieren, als wäre hier wirklich eine Lücke zwischen diesen Flanschen.
Und dann können wir mal schauen, was da rauskommt. Und dann habe ich ja eine konstruktiv wertvollere Lösung gewählt und habe hier jetzt auch nur beliebig lang, aber den unteren, den Flansch von dem kleineren Querschnitt weiter reingezogen in den größeren Querschnitt. Und um das Ganze, um die Ergebnisse jetzt hier vergleichbar zu machen, habe ich da drüber noch Ergebnisstäbe gelegt. Kann ich auch nochmal zeigen. Das sind hier also Stäbe vom Typ Ergebnisstab, die dann die Flächenergebnisse eigentlich nur aufintegrieren zu Schnittgrößen. Und das funktioniert auch mit aktivierter Wölbkraft-Torsion. Also ich kriege für diese Ergebnisstäbe dann auch das Wölbi-Moment heraus und so weiter und kann dann halt sehr gut diese unterschiedlichen Lösungen miteinander vergleichen. Also rechne ich das Ganze mal durch und schaue mir die Schnittgrößen an den Stäben an. Die Lasten schalten wir mal aus, das schalten wir mal aus, schalten vielleicht mal hier. Auch die Darstellung der Stäbe machen wir vielleicht mal etwas kleiner. Und wir sehen jetzt an dem Stabmodell haben wir hier eine Verwölbung von oder ein Wölbi-Moment von 0,6 und dann bleibt das Ganze mehr oder weniger konstant. Wenn ich jetzt aber das Flächenmodell so aufbaue, dass die Flansche nicht kontinuierlich sind, habe ich wirklich am Übergang von dem großen zum kleinen Querschnitt quasi erstmal kein Wölbi-Moment. Dann dauert es erstmal wieder eine Weile, bis die Längsspannungen über den Steg in die Flansche kommen. Also hier wäre jetzt tatsächlich, wenn ich das konstruktiv so ausführen würde, tatsächlich die Annahme korrekt, dass ich hier eine Wölbgelenk einbaue. Wenn ich aber jetzt konstruktiv die Flansche aus dem kleineren Profil weiter reinführen würde, was ich ja auch normalerweise, was würde ich sagen, Good Practice ist, oder ich würde hier nochmal eine Stirnplatte oder was reinsetzen, dann sehe ich auf einmal, die Verwölbung ist kontinuierlich. Ich habe hier nochmal einen etwas größeren Wert, weil ich hier natürlich auch eine etwas größere Steifigkeit in diesen Bereichen habe, wo sich die Flansche aus beiden Querschnitten dann überlappen. Aber ich möchte damit nur demonstrieren, dass man im Zweifelsfall oder dass im Zweifelsfall diese Annahme, ob ich Stäbe wölbsteif oder wölbgelenkig anschließe, eben abhängt von den konstruktiven Details. Genau. Das Ganze habe ich auch nochmal jetzt zusammengefasst. Alles, was wir heute besprochen haben auf dieser einen Folie, das würde ich sagen, das können Sie sich dann ja vor allem auch im Nachgang nochmal angucken, so als Dokumentation oder als kleines Schummelblättchen, wo man nochmal drauf achten sollte, wenn man mit der Wölbkrafttorsion arbeitet. Und dann habe ich Ihnen auf der nächsten Folie noch einige weiterführende Literatur oder Medien zusammengefasst, die ich total sinnvoll und gut aufbereitet finde. Das ist jetzt sortiert von anschaulich und einfach bis zu komplex, kompliziert und detailliert. Also es gibt da zum Beispiel ganz tolle Lernvideos auf YouTube von der ETH Zürich, die das super schön demonstrieren, wie also gerade auf diese unterschiedlichen Querschnittstypen da eingehen und so weiter. Oder es gibt eine tolle E-Learning-Plattform der TU Graz und ansonsten natürlich auch viel Standardliteratur zu dem Thema, in die man sich vergraben kann. Genau, aber das wäre es erstmal von meiner Seite. An dieser Stelle würde ich meinen Teil beenden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Entschuldigung, dass es wieder so lange gedauert hat. Aber genau, ich hoffe, es war interessant. Vielen Dank, Jonas, für deine Präsentation. Ich habe noch einen Hinweis für Sie. Unsere neuen Online-Kurse sind ja online auf unserer Webseite. Kurse zu RFM6, also ein Einsteigerkurs zu EuroQ 2, Stahlbemessung, Stahlbetonbemessung, sorry, EuroQ 3, Stahlbemessung. Die Kurse gehen immer so circa 2 bis 3 Stunden jeweils. Sie können die Kurse jederzeit unterbrechen und zum späteren Zeitpunkt fortführen. Das sind einzelne Teile, also je nachdem, wie es Ihre Zeit erlaubt, können Sie durch die Kurse gehen. Sie können diese Links hier unten anklicken für weitere Informationen oder die QR-Codes scannen, wie Sie möchten.
Okay, das soll es dann auch von meiner Seite her gewesen sein. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich beim Jonas für die Präsentation, wünsche allen noch einen schönen restlichen Tag. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.